Welchem neuen Club wechselt jetzt im Sommer Marco Reus? Ist der Deal zwischen Real Madrid und Kylian Mbappé nun endlich offiziell? Und bleibt Thomas Tuchel jetzt doch noch eine weitere Saison beim FC Bayern? Das und vieles, vieles mehr jetzt hier nur bei uns in diesem Video. Wir starten das Video direkt mit einer Meldung vom FC Bayern. Weil Bayern München keiner seiner Trainerkandidaten bekommt, war zuletzt wieder ein Verbleib von Thomas Tuchel im Gespräch. Dazu kommen die Clubbosse jetzt das Wort ergriffen. Xabi Alonso ist raus, ebenso wie Julian Nagelsmann. Seit dieser Woche auch Ralf Rangnick, Roberto De Zerbi und Roger Schmidt. Wer wird denn jetzt der neue Trainer des FC Bayern? Oder gibt es womöglich gar keinen neuen Coach, weil Amtsinhaber Thomas Tuchel doch über den Sommer hinaus bleibt? In Bayerns großer Trainernot kam diese Option zuletzt wieder auf den Tisch. Das Spitzenspiel am heutigen Samstag gegen den VfB Stuttgart bot den Beteiligten die Möglichkeit, sich auch dieser Variante zu äußern. Sportdirektor Christoph Freund wählte da klare Worte am Mikrofon von Viaplay. Da gibt es keine Chance, so die Antwort des Österreichers. Ähnlich klapp und deutlich äußerte sich zuvor Bayerns Präsident Herbert Hainer. Die Vereinbarung steht, so der Ex-Adidas-Chef am Rande des Titelgewinns des FC Bayern Frauen am Samstag. Wenn es jemanden gab, der die Tür noch ein Stück offen hielt, dann war es Tuchel selbst. Von meiner Seite ist das im Moment eindeutig, so der Übungsleiter, gegenüber Sky vor dem Stuttgart-Spiel. Allerdings räumt Tuchel auch ein, dass er seine schlechte Motivation seiner Vorgesetzten wäre, dann wieder zu sagen, ah, jetzt machen wir es doch nochmal mit dir, können wir nochmal reden? Tuchel weiß, dass die Bosse eigentlich schon aus PR-Gründen die monatelange Trainersuche nicht beenden können, indem sie mit ihm weitermachen. Die Signalwirkung wäre verheerend, deshalb auch die klaren Statements von Freund und Hainer, die eine Kehrtwende, die noch wunderlicher machen würde. So arbeitet Max Eberl, der sich langsam wie Skyfos vorkommen muss, weiter an einer externen Trainerlösung. Laut Sky hat der Münchner Sportvorstand am vergangenen Donnerstag beim Management von neuen Kandidaten Julien Lopetegui angefragt. Dabei soll er zu hören bekommen, dass der Spanier gerne einen neuen Job annehmen würde. Nach einer Absage klingt das zumindest nicht. In diesem Sommer soll die Transfersaga von Kylian Mbappé ein Ende finden. Der Franzose wird seit Jahren mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Sein jüngster Immobilienkauf lässt erahnen, dass der Wechsel zu den Königlichen tatsächlich kurz bevorsteht. Mbappé ist nur noch wenige Wochen an Paris Saint-Germain gebunden. Der Hauptstadtclub kämpfte bis vor einigen Monaten noch verbissen um einen Superstar. Zu seiner ehemaligen Kehrtwende wie vor zwei Jahren würde es aber sicherlich nicht kommen. Vor allem da der Stürmer inzwischen eine neue Bleibe in Madrid gefunden hat. Wie die spanische Online-Zeitung Vozopoli berichtet, soll Mbappé kurz davor stehen, das ehemalige Haus von Sergio Ramos zu kaufen. Angeblicher Kaufpreis sei 18 Millionen Euro. Ramos wechselte 2021 bekanntlich von Real Madrid zu PSG und spielte dort zwei Jahre lang an der Seite von Mbappé. Letztgenannter will demnach scheinbar den umgekehrten Weg gehen und hat dafür nun die bereits passende Bleibe gefunden. Vor dem gewiss aufseherregendsten Transfer dieses Sommers könnte sich Mbappé im Übrigen noch einmal unbeliebt bei Real-Anhang machen. Die Madrilen kämpfen im Champions-League-Rückspiel schließlich noch gegen den FC Bayern um den Einzug ins Endspiel. Mbappé muss im PSG wiederum eine 0:1 Hinspielniederlage gegen Borussia Dortmund ausschmerzen und ebenfalls ins Finale der Königsklasse einziehen. Dort käme es dann womöglich zu einem Aufeinandertreffen zwischen Mbappé und Real Madrid. Seit Freitag ist klar, Marco Reus wird Borussia Dortmund nach insgesamt 21 Jahren im Verein verlassen. Sein Mitspieler und Freund Jadon Sancho stellt nach der Verkündung über die sozialen Medien zu Ehren des langjährigen Kapitäns eine Forderung an den Verein. Mit emotionalen Worten verkündete Marco Reus am Freitag die Entscheidung zu seiner Zukunft. Der langjährige Kapitän wird Borussia Dortmund am Saisonende verlassen, nachdem man sich mit dem Club darauf verständigt habe, seinen auslaufenden Vertrag nicht mehr zu ändern. Nun gibt es einen spannenden Bericht aus England. Der Routinier könnte es nach seinem BVB-Abschied im Sommer in die Premier League ziehen. Erst am Freitag verkündigte Marco Reus in einer Videobotschaft, dass er und den Verein sich darauf verständigt hatten, den im Sommer auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern, wie ich es gerade schon erwähnt habe. Nur wenige Tage später tauchten die ersten Gerüchte um seine Zukunft auf. So schreibt der britische Express, dass der 34-Jährige bereits seit 10 Jahren Interesse von Manchester United geweckt habe. Durch den auslaufenden Vertrag ist er im Sommer ablösefrei zu haben, was die Red Devils demnach die perfekte Gelegenheit sei. Allen voran die Glazer-Familie soll ein großer Fan des Offensivspielers sein. Vor einigen Jahren versuchte es der englische Rekordmeister schon mal, einen Transfer von Marco Reus zu vollstrecken. Nun könnte Reus einen Wechsel in die englische Elite-Liga tatsächlich in Betracht ziehen. Schließlich hat er mit 14 Torbeteiligungen auch im hohen Alter bewiesen, dass er einem Top-Club weiterhelfen kann. Ein Karriereende kommt für ihn wohl nicht in Frage. Genauso wenig wie ein Wechsel innerhalb der Bundesliga, berichten verschiedene Medien übereinstimmend. Zuletzt wurde häufig über einen Wechsel in die MLS spekuliert. Auch Vereine aus der Türkei sollen interessiert sein. Nun, wo Klarheit herrscht, könnte sich Reus und sein Berater mit sämtlichen Optionen befassen und planen, wie sein nächster Schritt aussehen wird. In der Pressemitteilung zu seiner
seiner Abschiedsverkündung schrieb der BVB lediglich, er wolle ein neues Abenteuer erleben. Dennoch stellten ihm die BVB-Bosse Jans-Joachim Watzke in Aussicht, nach seinem Karriereende immer einen Platz im Verein zu haben, in welcher Rolle auch immer. Zunächst steht ohnehin das Champions-League-Finale auf dem Zettel, bevor er sich mit dem Zukunftsplan befassen wird. Ein potenzieller Arbeitgeber ist sich bei Thomas Tuchel nicht mehr sicher, während die Hoffnung auf einen Transfer von Joshua Kimmich in Barcelona wächst. Auch bei Manchester United wird sich nach der Saison die T-Frage gestellt, die Red Devils blicken schon jetzt auf eine absolut enttäuschende Saison zurück, rangieren 4 Premier League Partien vor Schluss nur auf Rang 6. Eine Trennung von Cheftrainer Erik Ten Hag käme deshalb keineswegs überraschend. Eine Entscheidung soll allerdings erst dann fallen, wenn das letzte Pflichtspiel der Saison absolviert ist. Für den Fall der Fälle ist man im Old Trafford jedenfalls schon vorbereitet. Auch ein gewisser Thomas Tuchel soll sich auf United Trainerliste befinden, das ist schon länger bekannt. Doch intern sollen Clubverantwortliche nun Bedenken geäußert haben, berichtet die Times. Die schreitbare Art des Bayern-Trainers, dessen Engagement in München stand jetzt im Sommer enden wird, bereitet der United-Spitze Sorgen. Immer wieder habe Tuchel, so der Vorwurf, direkt oder indirekt Nebenkriegsschauplätze eröffnet. Nicht nur bei Bayern, sondern auch bei führenden Stationen. Aus diesem Grund soll der 50-Jährige bereits beim FC Barcelona durch das Raster gefallen sein, bevor sich am Ende Xavi zum Weitermachen bewegen ließ. Ohnehin ist derzeit auch nicht mehr so ganz klar, ob Tuchel im Sommer wirklich die Sämener Straße verlässt oder sich der Übungsleiter doch noch mit den Bayern-Bossen auf eine längere Zusammenarbeit verständigen kann. Ralf Rangnick jedenfalls, das steht seit dieser Woche fest, wird nicht im Sommer den neuen Rekordmeister übernehmen, sondern Nationaltrainer Österreichs bleiben. Eine Gemengelage, die in Katalonien die Hoffnung auf einen Transfer von Joshua Kimmich zum FC Barcelona schürt. Die Tür öffnet sich weiter, betitelt die Mundo Deportivo ihren Artikel zum Thema Kimmich. Der deutsche Nationalspieler schätze Rangnick ungemein, während ihm schon länger ein schwieriges Verhältnis zu Tuchel nachgesagt wird. Die Absage des Österreich-Trainers und die größere Wendewahrscheinlichkeit, dass der ungebliebene Amtsinhaber über dem Sommer hinaus in der Münchner Stadttruppe trainiert, erschwerte Kimmichs Vertragsverlängerung und begünstigte wiederum einen Barca-Wechsel. Borussia Dortmund fahndet nach Verstärkung für das defensive Mittelfeld und auch RB Leipzig könnte in diesem Mannschaftsteil tätig werden. Nicht zum ersten Mal fischen die beiden Bundesligisten im selben Teich. Auf der Suche nach einem neuen Sechser scheint die sportliche Leistung von Borussia Dortmund beim spanischen Erstligisten Betis Sevilla fündig geworden zu sein. Die Regionalzeitung Diario de Sevilla berichtet, dass der BVB wie mehrere andere Clubs Interesse am US-Amerikaner Johnny Cardoso zeigt. Eine entsprechende Anfrage habe dessen Management schon erreicht. Die Konkurrenz kam sich allerdings sehen lassen. Neben Dortmunds Bundesliga-Konkurrenten RB Leipzig sollen auch der FC Barcelona und Atletico Madrid Kontakt zum Cardoso-Lager geknüpft haben. Betis hoffe auf eine staatliche Ablösesumme. Die per Klausel festgeschriebenen 80 Millionen Euro erscheinen nicht realistisch. 30 Millionen Euro soll es laut Diario de Sevilla aber schon sein. Dortmunds und Leipziger müssen also tief in die Tasche greifen, um im anbahnenden Poker zwei spanische Schwergewichte übertrumpfen. Erst im Januar war Cardoso gegen eine Ablöse von 6 Millionen Euro vom brasilianischen Erstligisten Internacional Porto Alegre nach Sevilla gewechselt und avancierte bei den Andalusiern prompt zum Stammspieler. So, und jetzt seid ihr mal wieder gefragt. Der FC Bayern musste echt in den letzten Wochen einige Absagen einstecken, unter anderem von Roger Schmidt, De Zerbi, Ralf Rangnick, Julian Nagelsmann und Xabi Alonso. Echt eine Menge Trainer. Nun bleibt jetzt anscheinend nur noch ein Verbleib von Thomas Tuchel, ein Neuzugang von Mourinho oder von anderen Trainern. Wen seht ihr jetzt beim FC Bayern als möglichen Trainer in der Zukunft? Seht ihr eher einen Verbleib von Thomas Tuchel oder einen neuen Trainer? Schreibt es gerne in die Kommentare, würde mich echt interessieren, was ihr so dazu sagt. Abonniert jetzt auch diesen Kanal hier, um keine weiteren Videos sowie Infos nicht mehr zu verpassen. Liket noch dieses Video, falls es dir gefallen hat und aktiviere die Glocke, damit du keine weiteren Videos in der Zukunft nicht mehr verpasst. Jetzt werden nochmal der letzten Videos eingeblendet, die kannst du dir auch nochmal anschauen. Die sind echt sehr spannend geworden, würde ich jeden von euch empfehlen. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen, ich hoffe wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, ciao ciao.